Bei herrlichem Sonnenschein machte es den Modellschiffbauern der Region so richtig Freude, ihre Neubauten und die in Kleinarbeit reparierten oder restaurierten Boote endlich ins Wasser zu lassen und die Freiluftsaison zu eröffnen. Ja, mein Name ist Hans Sensen, bin wohnhaft in Lauenbrück. Wir haben uns vor einiger Zeit hier zusammengetan in einer ganz losen Kameradschaft, uns öfter getroffen und haben dann letztendlich uns gesagt, diese lose Kameradschaft als solches ist nicht mehr das, was wir eigentlich möchten, sondern wir möchten eine feste Kameradschaft haben. Daraus resultierte, dass wir uns im letzten Jahr als Verein haben eintragen lassen. Schön, wenn er auf dem Wasser liegt. Das ist die Miss Geiko, der Nachbau des schnellsten Rennkatamarans der Welt. Im Maßstab, den ich nicht genau bewerten kann, aber wurde hier auf dem Weichelsee per GPS mit 99,8 km/h bisweilen gemessen. Das ist die maximal mögliche Geschwindigkeit hier auf dem See. Schon sehr, sehr aufregend und macht auch sehr viel Spaß. Andere Modelle sind da deutlich langsamer, doch hier bei uns auf dem Wasser. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute kommt das erste Mal raus. Das heißt, alles das, was im Winter hergestellt wurde oder fertiggestellt wurde letztendlich, wird heute von den Vereinsmitgliedern jetzt präsentiert und heute zum ersten Mal, wenn auch, getauft. Getauft und aber auch getestet, ne? Richtig getauft und getestet, dass auch alles wirklich in Ordnung ist, so wie man sich das vorgestellt hat. Richtig. Robin, sag mal, was sehe ich denn da in diesem Koffer? Was hast du denn da mitgebracht? Ein Rennboot. Das habe ich zum Geburtstag gekriegt und das habe ich schon ausprobiert. Das fährt richtig schnell und richtig gut. So, das ist jetzt der Bausatz rechts und im Hintergrund. Und das ist nachher dieses fertige Tack.